Was war's mit seinem Arm? Füße. Ein mechanischer Arm, würde ich mal sagen. Du bist also wach. Der Tod scheint nicht dein Schicksal zu sein. Noch nicht. Okay, Shinobi-Prothese. Nice. Wie nennst du dich? Deine Augen. Ich sehe die Augen eines Wolfes, der es nicht geschafft hat, seine Pflicht zu erfüllen. Das geht euch nichts an. Die Worte eines wahren Shinobi. Ich muss den Buddha schnitzen. Tu, was du willst. Okay. Was? Fragen, wie du hierher gekommen bist. Nach deinen linken Arm fragen. Wir fragen mal, wie sind wir da eigentlich hierher gekommen? Wie bin ich hierher gelangt? Ich habe dich nur hergeschleppt. Dabei wusste ich nicht mal, ob ich vielleicht nur eine Leiche mit mir herumschleppe. Ich konnte aber nicht zulassen, dass du von einem Rudel wilder Hunde gefressen wirst. Wie lange habe ich geschlafen? Seit ich dich gefunden habe, ist einige Zeit vergangen. Ich verstehe. Aber dein Meister lebt noch. Er wird in der Ashina-Burg gefangen gehalten. Sie werden seine Blutlinie bald für sich nutzen. Du wirst sie noch zu schätzen lernen. Okay. Mein linker Arm. Was habt ihr mir angetan? Das hier nenne ich eine Shinobi-Prothese. Ein passender Fangzahn für einen einarmigen Wolf. Außer wenn man einen Buddha schnitzen möchte. Du kannst sie haben. Eine Shinobi-Prothese? Sie ist nicht einfach nur ein Ersatz für deinen verlorenen Arm. Komm mich besuchen, wenn du Shinobi-Module findest. Shinobi-Module? Verstehe. Für die Prothese. Du lernst schnell. Wenn du mir Shinobi-Module bringst, werde ich einen Weg finden, sie mit deiner Shinobi-Prothese zu verbinden. Du wirst sie noch zu schätzen lernen. Ich habe schon zu viel gesagt. Geh jetzt. Aber Wolf ist auch so ein bisschen unfreundlich. Der sagt nicht mal danke, dass du mich gerettet hast. Danke, dass du mir eine Shinobi-Prothese gemacht hast. Einfach so, was hast du gemacht? Wie bin ich hierher gekommen? Nichts, gar nichts. Das Blut des göttlichen Erben. Was bedeutet das? Ich weiß nicht viel über ihn, außer das Drachenerbe. Das ist der Name eines besonderen Blutes. Und dieses Blut fließt durch die Adern deines Meisters. Und der göttliche Erbe? Jemand ist hinter ihm her. Es kann sein, dass die seltsamen Dinge, die mit deinem Körper passieren, etwas damit zu tun haben. Okay. Danke, alter Mann. Du bist ziemlich seltsam, aber auch andere seltsame Besucher sind in diesen Tempel gekommen. Einer befindet sich auf der Lichtung rechts neben dem Tor, das vom Tempelgelände führt. Zwei Fremde in seltsamen Umständen. Ihr zwei könntet euch verstehen. Okay.
Alles klar. Oh mein Gott, wie viel schnitzt denn der? Der schnitzt ja schon bestimmt jahrelang überall die Buddhas, wo man nur hinguckt. Und da gibt es etwas zu gucken. Ach, ich darf nicht X drücken. Siehst du diesen gütig blickenden Buddha dort? Das ist keiner von meinen. Er wurde vom wahren Bildhauer geschaffen. Mhm. Wenn sich jemand dem stellt, was sich in seinem Innern befindet, kann er womöglich helfen. Sich dem stellt, was in ihm ist? Wut, Traurigkeit oder vielleicht uralte Erinnerungen. Diese Art von Dingen. Mhm. Okay, ich stelle mich. Wie mache ich das? Hallo? Hallo? Ich stelle mich. Nein? Okay, dann eben nicht. Ein alter Tempel. Was? Was ist das? Kügelchen wieder und was ist das hier? Ah, die Figur des Bildhauers-Menü. Okay. Figuren des Bildhauers dienen als Checkpoint überall in Ashina. Bei Rasten dort. Okay. Oh. Ich habe keine Gebetsperlen, ich habe keine Erinnerungen, ich habe keine Vitalität. Doch, Vitalität habe ich. Aber ich habe kein Geld, ich habe gar nichts. So. Was war das? Achso. Rasten. Ah, wenn ich raste, dann fülle ich, glaube ich, auch, genau, meine Kürbisflasche auf. Nice. Gut. Gesagt, hier irgendwo ist ein Fremder. Mhm. Greifarm. Mit. Okay, mit R2, ne? Warte. Noch nicht. Ich will erst zu dem Fremden. Da oben ist er ja. Hoffentlich ist er mir freundlich. Hallo? Bist du freundlich? Willst du jetzt nicht gegen mich kämpfen, oder? Nein, will er nicht. Gut. Hm. Ein unbekanntes Gesicht. Wie ist euer Name? Hm. Wollt ihr ihn mir nicht verraten? Ihr seht aus, als wärt ihr ein geschickter Shinobi. Entweder ein Shinobi oder vielleicht. Bitte. Ich möchte euch um etwas bitten. Kämpft gegen mich. Oh. Oh. Langsam, langsam, langsam. Okay, okay, okay. Jawohl. Und einmal. Ist er tot? Ich wollte ihn nicht töten. Oh. Was? Wie ich dachte. Ich lebe noch. Mit dir los. Diese Schwertkunst, sie ist beeindruckend. Nur wenige konnten mich auf so eine gründliche Weise töten. Was seid ihr? Manche nennen es untot, andere infiziert. Mhm. Ich kann nicht sterben, also bin ich immer hier. Was treibt euch in die Nähe eines derart maroden Tempels? Hm. Ihr scheint über vieles nachzudenken. Sagt, wieso übt ihr eure Schwertkampffähigkeiten nicht ein wenig an mir? Könnte nützlich werden, ganz gleich, was eure Mission ist. Ein Körper, der nicht sterben kann, könnte praktisch für euch sein. Na? Ja? Nun gut. Sehr gut. Fangen wir an. Es heißt, sein Schwert zu schwingen wäre eine gute Ablenkung. Okay, Training, Reden. Ne, wir machen ein Training. Angriff. Wenn das so ist, bin ich euer Gegner. Alles klar. Mit ihm kann ich trainieren. Alles klar. Ein Shinobi will Haltung. Aha, aha, aha. Angriff beim Durchbrechen. Okay. Das habe ich ja schon gemacht, aber egal. Probieren wir es. Kämpft erneut gegen mich. Okay. Das war ein starker Schlag.
erneut gegen mich. Angriff. Okay. Erledigt. Okay, das war klar. Parieren muss ich noch ein bisschen lernen. Euer Gegner. Okay. Ein bisschen parieren trainieren. Jawohl, genau den wollte ich machen. Gegen mich. Ah, es war wieder zu schwach. Zu schwach. Muss immer aufpassen. Okay. Nein. Ah, ich hab die Deckung verlassen. Okay. Stimmt etwas nicht? Alles gut. Genau den Move brauche ich. Das war perfekt. Das war auch perfekt. Ah, langsam kapiere ich den. Hervorragend. Ich habe nicht weniger von euch erwartet. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ausweich. Wenn das so ist, okay. Bin ich euer Gegner. Mach mal auch. Ein bisschen lernen, okay. Ah, das hat getroffen. Scheiße. Ah. Muss lernen, in die andere Richtung. Und dann schlagen und erwischen. Sehr gut. Nochmal. Okay. Wow. Was war das denn? Komm. Schlag zu. Und erwischt. Okay, das reicht, oder? Jawohl.